Winterhude, er springt mit wehenden Haaren von seinem Tretroller, mit dem er um die Alster jagt. Ein Satz übers Brückengeländer, schon hängt der Schauspieler über dem Leinpfadkanal, macht Faxen und lacht. Leinwandlegende Winfried Glatzeder, 73, die Legende von Paul und Paula, galt schon immer als ein bisschen verrückt. Scheint kein bisschen ruhiger geworden zu sein. In der DDR war er der Belmondo des Ostens. Später Tatortkommissar. Als es nicht mehr so lief, leistete er 2014 den Maden- und C-Promis Gesellschaft im RTL-Dschungelcamp. Und trieb alle zusammen in den Wahnsinn. Ab morgen springt Glatzeder in der Komödie Wir sind die Neuen im Winterhuder Fairhaus auf der Bühne rum. Als Alt-WG-Bewohner, der es mit seiner Clique nochmal krachen lässt, das Leben genießt. Eine Rolle, die ihm nicht schwerfallen dürfte. Fotoprobe in der Komödie Winterhuder Fairhaus. Claudia Rieschel, Winfried Glatzeder und Heinrich Schafmeister lassen ihre Hippie-WG wieder aufleben. Foto, Stefan Wallautsche. Bildreporterin Lin Kaspari trifft Winfried Glatzeder, 73. Die TV-Legende ist mit einem VIP-Roller zum Termin gekommen. Foto, Sibyl Schneider. Der Schauspieler zu Bild, das Stück erinnert mich an die 60er Jahre. Ich lebte als Student mit 4 Kommilitonen in einem WG-Zimmer in Potsdam-Babelsberg. Wenn ich mit meiner Freundin allein sein wollte, musste ich meine Mitbewohner bestechen, damit sie das Zimmer räumen. Warum hat er sich den TV-Dschungel angetan? Glatzeder, ist doch ganz klar. Ich liebe das Abenteuer und bin sparsam. Den teuren Erste-Klasse-Flug hätte ich mir nie geleistet. Dazu habe ich ein hohes Bestechungsgeld erhalten. Und ich wollte den Filmproduzenten ein Zeichen geben, dass ich noch lebe. Die großen TV-Rollen kamen trotzdem nicht mehr. Steht er denn noch gerne auf der Bühne? Ist er noch gerne unterwegs? Glatzeder, ich bin jetzt seit 51 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir kommen einigermaßen gut miteinander aus. Immer wenn ich arbeiten darf, kann sie sich von mir erholen. Die Top-Geschichten aus Hamburg und Umgebung findet ihr auf Facebook, Twitter und natürlich auf hamburg.bild.de.